Du musst irgendwas Geiles machen, ne? Bruder, ich kann nicht mehr. Ich wollte doch nur im Busch springen. Jetzt schießt nach einer halben Stunde hier. Mit der Desert Eagle. 10 Uhr abends in Sizilien. Wir lassen uns gut gehen. Blanco kommt. Wettschwimmen! Auf die Plätze! Fertig! Los! Barjo, Aero, Bilal. Auf die Plätze, fertig, los! Barjo muss gewinnen. Ja, Barjo! Ich bin dagegen. Du warst erst eigentlich. Heute ist der letzte Tag, beziehungsweise wir fliegen jetzt gleich nach Mailand. War auf jeden Fall eine richtig geile Zeit hier. Eben eine richtig geile Aufnahme. Ein bisschen Product Placement hier. Sektor ist immer mit dabei. Was sagst du, Bruder? War geile Zeit hier, ne? War aber Zeit, auf jeden Fall noch einmal hierher. Und das als Urlaub. Wir haben jetzt hier viel gearbeitet. Guck mal das Meer. Wie krass das aussieht. Aber wir waren nicht einmal da gewesen. Aber du warst da einmal. Mit Roller. Aber wir sind noch nicht reingegangen. Auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall wieder nach Italien hier, aber in so einem Dorf Urlaub machen. Hier findet man wieder Ruhe. Wieder ein bisschen, kommt wieder ein bisschen runter. Muss doch nicht alles immer High-Level sein. Heute Morgen, wir waren mit Roller. Ich bin DJ Hero. Warte, auf einmal kommt ein Hund, der rennt hinterher. Er schreit, hey, hey. Der ist mir hinterhergelaufen. Der hat zu seinem Leben geschrien. Ich kann mich buchen. Hallo? Ja, ich bin gerade in Berlin. Ey, komm mal, ich bin. 1, 2, 3. Von New York, the Jet. Kennst du das? Was geht? Wir fliegen nach Mailand. Unendliche Freundschaft, das heißt, ich bleib lebenslang mit dir. Senorita, how much cost man? 10 Euro. 10 Euro? Fuck off, Freundschaft, gib mir mal. Scheiß auf Freundschaft, Bruder. Lass mal Freundschaft. Der würde nicht für 5 Euro überfahren, als ob der 10 Euro ausgibt für einen Freundschaftssachen. Was geht ab? Wir sind gerade in Milano. Wir sind unser Bruder Frank. Ja, mein Bruder. Der Fratello Curio. Hat uns sehr viel geholfen. Ein paar Stunden hier. Jetzt essen wir was. Mangiare, Mangiare. Ich bin riesig am Ende. Ich glaube, ich habe seit 9 Uhr morgens nichts gegessen, aber jetzt füllen wir mal dahin. Das ist meine Minute. Ist ein neuer Club. Ungefähr investiert hat er 2 Millionen. Perfekt, Baba. Das heißt, wenn wir in Italien, in Milano sind, hier ist unser Club, Bruder. Ich arbeite als Tisch. Hier unser Bruder Frank. Das ist unser Bruder Frank. Seine Disco. Wir sind gerade in Milano im Hotel. Und du trinkst wieder Eiweiß. Ich
ich schon gar nicht mehr weg von diesem Trip. Der geht mir schon selbst auf die Nerven mit seinem Fitness-Trip. Ich bereue das an dem Tag, wo ich den mit ins Fitnessstudio bin. Jeden Tag will er hier Eiweiß trinken. Jeden Tag will er trainieren. Guck mal, ich habe das neu mitgebracht. Okay, ich trinke auch 3 Stück am Tag. Aber guck mal, der hat das schon fast leer gemacht. Das hat Mussolini damals gebaut, 1930 hat er das gemacht und das ist das Bahnhof von Milano. Das sieht richtig übelst aus. Genauso wie groß das ist, genauso breit geht das auch rein. Guck mal, da wird vom Militär überwacht. Ja. Guck mal, wie die da stehen. Ich bringe hier das Video zu Desert Eagle, Desert Eagle. Okay? Mitten im Ghetto ist es übelst warm, richtig heiß hier. Ready to take off. Bisschen Luft, ja. Oh, geil. Mach mal ein bisschen hier Luft. Höher, höher. Also jetzt kriege ich die Haare auf dem Dach gemacht. Rame Boy. Rame Boy on YouTube? Yes. Facebook, Rame. YouTube. Io devo parlare per in inglese, lo posso dire in italiano? Dillo, italiano. Make. Ho visto il tuo video, ho sentito le rime, ho visto che hai soldi e sei pieno di fighe, hai molto più stile, talento e bustine, giri con i Loki ma qua sotto non venire. Quanto cazzo spacchi bro, ma qua sotto non venire. Non venire bro. Calamaro, tu c'è il flow, io rispondo proprio no! Perfekt, yeah. Check out auf YouTube, unserem Bruder auf Italien Rap. Italienischer Nachwuchs von Frank Zio. Yes, man. Signing. He's already, man. Perfect. Barone Piazza Prealpi nel posto. Ah, Rolling Stones, sì. Questo pure un sacco di tempo ci abbiamo. Hai speso tanto anche. So Leute, der Grund, warum die Polizei da war, keine Ahnung, irgendjemand hat die angerufen oder so. Auf jeden Fall kamen die, die haben irgendeine Drohne gesehen, wir haben die ganz schnell versteckt. Als sie hochkamen, war die dann nicht mehr da, die haben die überall gesucht, haben die nicht gefunden. Haben gesagt, wir haben nicht mit der Drohne gefilmt, haben wir aber, die Aufnahmen seht ihr. Und ja, am Ende haben die sich noch Rolling Stones angehört, Rolling Stone, haben den Song gefeiert und wollten noch ein Foto mit uns. Forza Italia, Forza Italia, wir sind gerade fertig mit Dreh. Finito, capito? Wir sind kaputt, wir haben seit, keine Ahnung wann, nichts Caputito, mehr gegessen. Caputito, wir sind caputito. Wir haben Appetito. Selbst in Italien, mein neuer Bruder, mein Frère Ribéry, immer dein Trikot. Guck mal, wie ich italienisch bin. Ciao, uno, dos, tres, uno, tres, tres, due, due, tres, quattro, quattro, cinque, cinque, acqua. Ok. Ok, cinque, acqua, e sì. Crema, caffè. Uno, tre, quattro, cinque. Cinque acqua e cinque caffè. In Italien steht perfekt geworden auf Italien. Aber ich habe gemerkt, ey, in Mailand reden die viel anders da als in Sizilien. In Sizilien ist Akzent. Dank Bilal auch. Er hat sich hier natürlich richtig den Arsch abgeschwitzt, Alter. Dankeschön. Großen Respekt an dich. Wenn du so weitermachst, fixst du. Ich sag nicht alle, aber einige in der Musikvideobranche. Auf jeden Fall müssen wir uns auch bei DJ Aero bedanken. Ja, Mann, ey. Und einige sind organisiert. Leute in Sizilien, hier in Mailand. Leute haben uns cool an jeden Ort gebracht. Die haben uns Leute besorgt. Also, wir fühlen uns wie bei unserer eigenen Familie, ehrlich gesagt. Ist auf jeden Fall richtig stabil gewesen. Essen, Mann. Essen, Locations. Beste Land. Richtig geil. Richtig geil. Ihr euch auf
geiles Video gefasst. Forza Italia! Yeah. Ja, jetzt gehen wir was essen, dann gehen wir ins Studio, holen uns ein paar Beats an und ich und mein Fratello fliegen morgen früh um 8.45 Uhr zurück, hier erst abends, quasi die Bande. Das heißt, wir sehen uns dann in Deutschland. Tschüss. So, wir sind hier bei den Fratellos zu Hause. Guck mal, was der einfach in der Wohnung steht. Wir sind hier bei den besten Rapper Italiens, Wayne McDaniel. Der ist einfach mal so ein paar Dinger zu Hause. Hier, komm mal mit, guck euch mal dieses Wohnzimmer an. Guck mal, hier ist sein Pool. Guck mal, wie der lebt. Guck, da geht man runter. Warte, da ist noch gar nichts. Guck mal hier, dein Wohnzimmer. Sag mir, welcher Rapper in Deutschland hat so ein Wohnzimmer? Arbeitsecke. Das ist, glaube ich, die Couch, wo man. Guck mal, da drüber. Ist verbotene Sachen. Wie viel da bist du? Zweiter Bruder. Er ist erster, aber er spielt jeden Tag. Das Problem ist, ich war genauso wie ich in echt. Bei dir läuft der richtig. Ich hab den irgendwie überholt, Alter. Gut, ich hab's nicht gesehen, aber ja. Marsch und Dritter. Wir sind hier bei dem besten italienischen Rapper. Yeah. Zu Hause. Von Mailand bis Düsseldorf. Yes. Major Curdo, Blanco Leadi, Lazio Tigo. Jack, unser Bruder, wo er ist Platin gegangen mit seinem Album. Prost auf ihn. Morgen geht's wieder nach Deutschland. Aber wir werden wieder nach Italien kommen. Wir werden uns Sessions machen. Chillen, geil. Jetzt ist unser wohlverdientes Urlaub in Milano. Wenig Zeit gehabt zu entspannen. Und wir jetzt zum Abschluss sitzen mit der Rolle zusammen. Mit der ganzen Crew. Für alle. Today. Noch mehr Bier? Mira? Jungs sind alle am Sprechen. Blanco kommt am 15. September. Ich hoffe, Desert Eagle wird euch genauso gut gefallen wie allen Leuten, die zusammengearbeitet haben. Wenn ihr euch nicht das Album kaufen wollt, weil ihr denkt, das stört mich so, ich kann es nicht immer mitnehmen oder was weiß ich was, ihr könnt das Album streamen. Und das Coole ist daran, wenn ihr für 3 Monate 30 Euro zahlt, ist glaube ich weniger jetzt. Ich weiß nicht. Pro Monat 10 Euro auf Spotify, eigentlich bin ich so Spotify-Favorit, aber iMusic, Deezer, es gibt ja viele verschiedene Stream-Portale. Zahlt ihr 10 Euro auf jeden Fall und dann könnt ihr sowohl Blanco als auch ADT oder Vision oder hier breiter als der Tisch der 1, 2, das geht? Ja, klar, natürlich. Solltet ihr auf jeden Fall alle zusammen. Slumdog Millionär, Verbrecher aus der Wüste, alle unsere Alben könnt ihr auf jeden Fall dort streamen, hören. Und das Coole ist, am Streamen mache ich ja auch gerne. Das kannst du direkt über Bluetooth am Auto verbinden. Ohne irgendwas. Da gibt es auch noch ein Special. Das werden wir euch aber noch nicht jetzt verraten, aber sehr, sehr bald, kurz vor Release. Aber was ich sage, Streaming und Box ist mein Favorit auf jeden Fall. Ich sag dir ganz ehrlich, dieses Mal wird es bei der Standard-Edition auch einen krassen Gimmick dazu geben. Das ist nur für die Standard-Edition. Es gibt ja für alle eine Aktion. Aber meine, ich rede für meine Favorit. Ich sag meine. Ja. Ich sag, ich hab mir die Standard-Edition, wenn ich das wüsste, dazu kommt, wenn wir heute auch wissen, hätte ich mir auf jeden Fall die Standard. Zum Beispiel, wer jetzt nur Geld für die Standard hat, ist gar kein Problem. Nicht jeder hat Geld für Boxen. Aber ihr kriegt was Krasses, wenn ihr euch die Standard. Kriegt ihr auf jeden Fall, habe ich gerade mitbekommen. Wir waren im Plan. Die Box sowieso. Wer das Geld hat für die Box, übrigens sowas. Ganz kurze Geschichte zu der Box. Wir haben den Leuten hier in Italien, Milano, Modehauptstadt überhaupt, haben wir denen unsere Longsleeves gezeigt. Die sind alle ausgerastet. Die haben gedacht, das wäre so von einer Klamottenkollektion oder irgendwas. Die wollten das alle haben und dann haben wir denen gesagt, dass es bei uns in Deutschland Fanboxen gibt. Und die haben gesagt, das Shirt ist einfach krank. Ich muss echt also sagen, allein die DVD, ja. Die haben uns selber totgelacht. Selber über uns. Eine Stunde privat, Curdo, Maggio, wie ihr uns noch nie gesehen habt. Das, was ihr schleißen könnt, wollte ich das, übertreibt es nicht. Aber im Großen und Ganzen, achtet auf die Musik. Die Musik ist dieses Mal krasser als die.